Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda quält sich Folge. Und dieses Mal ist es ein Game Boy Advance Special. So viele, viele schlechte Spiele vom Original Game Boy habe ich ja mittlerweile echt schon abgegrast. Deswegen wird es mal Zeit, auf andere Systeme mich umzuschauen. Und ich habe eine Webseite gefunden, wo so ein bisschen die schlechtesten Game Boy Advance Spiele aufgezählt werden. Unter anderem ist hier auch Sonic aufgezählt, was ich etwas überraschend finde, ehrlich gesagt, da es ja eigentlich ja, es ist Sonic, ne? Es ist anscheinend ein Port von der Mega Drive-Version auf den Game Boy Advance und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und gucken, was daran so falsch ist. Also so grundsätzlich erstmal Sound und sowas klingt erstmal gar nicht so verkehrt. Es gab einen großen Kritikpunkt in dem Artikel, den wir mal gerade mal schauen, und zwar dass die Grafik, ja, man hat sich da etwas falsch entschieden, sagen wir es mal so. Und wie ihr seht, ist der Bildschirmausschnitt halt sehr, sehr klein und die Charaktere sehr groß. Und wenn man natürlich jetzt hier so ein bisschen an Geschwindigkeit aufnimmt, wie man sieht, man sieht nichts. Ich meine, gut, das mag zwar so ein bisschen das Problem von Sonic-Spielen allgemein sein. Ich laufe jetzt einfach mal kurz rum und drücke hier einfach mal springen, ne? Also und zu gucken, was passiert. Das natürlich ist bei vielen Sonic-Spielen so, aber hier die Übersicht, die ist ja echt gleich null. Und von der Technik her konnte ja der Game Boy Advance ja im Prinzip das Mega Drive 1 zu 1 abbilden. Deswegen ist es halt seltsam, dass sie sich hier für so einen komischen Bildausschnitt irgendwie entschieden haben. Weil, wie ihr seht, man kann gar nichts erkennen. Also so richtig, also, ne, ich gehe hier einfach auf Rennen, drücke ab und zu mal auf Springen, in der Hoffnung, dass das alles funktioniert. Und ja, jetzt habe ich schon das erste Level dadurch geschafft, obwohl ich jetzt wirklich so null irgendwie Mühe jetzt reingesteckt habe. Also gut, das ist das erste Level, ist einfach, aber wenn ich jetzt so an Marios denke, ne? Okay, jetzt haben wir hier ein Bonus-Level. Okay. Ja, auch das haben sie gut umgesetzt, schätze ich mal. Also auch hier ist wieder sehr verwirrend. Ich weiß es halt leider nicht so. Ich bin kein Sega-Mensch. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das Original das umgesetzt hat. Aber was war das? Aber gut, okay. Gehen wir mal in dubio pro reo aus. Das wird wahrscheinlich damals auch so gewesen sein. Aber finde ich echt schade, weil der Sound und sowas, den haben sie echt gut portiert. Also da kann ich echt nicht meckern. Aber diese Erkennbarkeit, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das mag natürlich jetzt Sonic-mäßig jetzt allgemein ein Problem zu sein. Die anderen Sonic-Spiele auf dem System, die dann irgendwann erschienen sind und extra dafür angepasst wurden, die haben auch einen wesentlich besseren Neumund als das hier. Umso schade finde ich es, dass sie wirklich das, diesen Klassiker hier verkackt haben. Na komm, ich muss da jetzt auf diese komische Plattform drauf. Das ist natürlich jetzt blöd von mir. Aber auch hier wieder mit dem Ausschnitt. Ich weiß halt nicht, wo gerade diese Plattform oben schwingt. Und deswegen kann ich das schlecht timen hier mit dem Sprung. Das ist schon etwas nervig. Okay. Das muss jetzt theoretisch jetzt zurückschwingen. Wieso bin ich da jetzt. Hä? Aber auch hier wieder durch den Bildschirmausschnitt ist die Szene hier jetzt wesentlich blöder zu meistern als gedacht. Weil im Prinzip weiß ich ja, was man hier machen muss, aber da ich halt dieses Pendel da nicht erkennen kann. Was war das denn? Hier doch eigentlich drauf landen müssen, oder? Oh, Leute, das ist hier kein großes Hindernis, oder kann ich da irgendwie jetzt anders auch darauf springen? Komme ich da nach oben irgendwie? Nee, sieht nicht so aus. Hey. Also ich muss ja durch diesen Kreisel, ne, und auf das Pendel. So weit, so gut, aber ich weiß, ich wiederhole mich jetzt. Oh. Die Übersicht ist halt so null und das habe ich gerade irgendwie gesagt, ja, das erste Level, das ist ja so pissig einfach so nach dem Motto.
Aber ich denke mal, was brauchen wir als anderes Beispiel, dass der Bildschirmausschnitt wirklich den Spaß hier verdirbt. Grafik an sich finde ich gut umgesetzt, also kann ich echt nicht meckern, aber Musik ist tipptopp, aber ihr seht selber. Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel. Und das ist ein Spiel aus einem eigentlich damals recht populären Franchise, und zwar Oddworld. Und das hat ja damals ja auf dem PC und auf der PlayStation vor allem natürlich eingeschlagen ohne Ende. Das war so eine Art Puzzle-Plattformer, wo mit einer sehr, sehr eigenartigen Welt natürlich gespielt wurde. Und der Hauptcharakter, wie man hier sieht, ist immer Abe gewesen. Und da muss man sich ja als, ja, man war quasi ein Sklave und die Rasse, der man angehört, die wurde halt für Nahrung benutzt und da muss man halt ausbrechen. Und das hat damals einige weitere Spiele irgendwie hervorgebracht. Und dieses Spiel hier ist wohl auch eigentlich ein PlayStation-Spiel gewesen, was dann halt auf den Game Boy Advance entsprechend portiert wurde. Ich überspringe jetzt einfach mal die Story, ne? Und das soll wohl eher so ein bisschen nicht ein ganz normaler Seitwärts-Plattformer sein, also normal, sondern genau hier so ein 3D-mäßiges. Und da wurde vor allen Dingen auch die krümelige, schreckliche Grafik irgendwie in dem Artikel bemängelt. Und ich sehe es auch schon ehrlich gesagt, warum. Weil die Grafik hier ist, macht es nicht gut, hier irgendwelche Höhen zu sehen. Weil wie man hier sieht, das verläuft hier, man sieht keine klaren Kanten, das sehe ich jetzt schon. Und wo ich jetzt genau hochspringen kann und sowas, das sehe ich jetzt tatsächlich wirklich nicht. Vor allem das hier. Das verläuft so 1:1. Das finde ich ganz seltsam. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier diese Dinger hier einsammeln muss. Weil da, oder hier. Warum ist das zu hoch? Ich kann das nicht erkennen, dass das jetzt quasi zwei Ebenen hoch ist. Also sagen wir mal so, ich kann eine Ebene hochspringen. Auch das hier. Das kann man ganz schlecht erkennen. Ja, jetzt kann ich es mir vorstellen, wo ich mal drauf gesprungen bin, dass das hier ein höher gelegen ist. Aber das haben sie nicht gut gelöst. Kann ich jetzt rüber? Nee. Also, gerade bei so einem Top-Down-Spiel ist eine gute Lesbarkeit und vor allen Dingen auch, wenn es ja, Jump-'n'-Run-Elemente gibt, ist eine gute Lesbarkeit eigentlich wirklich das Gebot der Stunde. Und dass sie das jetzt hier schon mal verkackt haben, das ist schon mal ein guter Start. Okay, ich muss hier die Dinger noch einsammeln. 20. Gibt es hier noch irgendwo welche? Okay. Springe über Dinge, drücke den B-Knopf. Ja, ach. Oh, diese Geste. Sehr dramatisch. 20 Spoos haben wir eingesammelt. Okay, ja, alles klar. Also war mein Gedanke schon mal richtig. Ja, ich habe doch 20 Spuse hier. Ach, oder muss ich hier dann... Hier? Hier? Hast du die Spuse? Sound? Ja, gut. Hä? Jetzt sind wir noch kleiner? Jetzt ist der Ausschnitt irgendwie noch größer? Das verwirrt jetzt irgendwie noch mehr, ehrlich gesagt. Und gut, ich spiele es jetzt gerade auf dem Emulator. Aber wenn ich mir vorstelle, das auf dem Game Boy Advance zu spielen und jetzt diese Grafikeinstellung, das dann noch so viel kleiner zu haben, weiß ich nicht. So, hier brauche ich jetzt 10 von den Dingern. Wie viel habe ich denn eingesammelt? Habe ich gar nicht mitgezählt. Wieder hier. Okay. Hier bekomme ich jetzt plötzlich eine Interface-Anzeige. Und gerade musste ich vor dem Schild diese, ich nenne es mal Beeren, irgendwie einsortieren. Und hier ist wieder über den Dings, über diesen Monolithen, der mir eigentlich die Tipps gegeben hat. Okay, wo finde ich ihn jetzt noch zwei? Weil wenn ich jetzt zurückgehe, bin ich ja... Ne? Und auch die Bewegung ist jetzt wieder viel schneller. Also... Hä? Auch hier! Warum geht's hier nicht weiter? Hier gibt es keine klare Begrenzung. Für mich... Ach, das Display, das Interface wird erst eingeblendet, wenn ich jetzt ein bisschen länger stehen bleibe.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das mal ein Problem später sein sollte, ne? Aber für mich hier als Laie sehe ich nicht hier, dass hier keine Begrenzung ist. Hä? Muss man das verstehen? Okay, ich brauche so zwei. Ich sehe jetzt keine, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir jetzt von so einem Spiel, ehrlich gesagt, irgendwie was anderes erhofft, ehrlich gesagt. Ich springe ja mal hier. Sind hier noch irgendwie welche, die ich übersehen habe? Oder muss ich hier nach unten gehen? Kann ich hier raufspringen? Nein. Also wirklich, die Tiefenwahrnehmung hier ist absolut schrecklich. Und hier. Ich bin immer noch überzeugt, dass ich da irgendwie hoch kann. Kann ich da hochklettern? Hier ist ja irgendwie sowas. Nee. Okay. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier irgendwie blöd immer im Kreis rumrenne. Ich weiß, warum das Spiel so einen schlechten Leumund hat irgendwie. Kann ich mir gut vorstellen, weil. Warum? Warum wird sowas denn einfach blind portiert und irgendwie, ja, komm, das passt schon irgendwie so. Aber nicht richtig auf das System angepasst. Das ist immer so ein bisschen das große Problem von vielen, vielen Spielen, finde ich. Gute Idee, aber schlechte Anpassung. Gab es auch schon beim klassischen Gameboy oft. Aber nur gut. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wie gesagt, wenn ihr auch mal ein paar Wünsche habt, was ich in dieser Spielreihe auch mal so ein bisschen antesten soll, da spiele ich ja einfach mal immer blind in irgendwelche schlechten Spiele rein. Egal ob 8 oder 16-Bit, haut meine Kommentare rein. Ich arbeite alles immer nach und nach ab. Bin für gute Ideen immer sehr dankbar. Schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.